Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Magier des Pendels gegen Die Revolution ruft deinen Namen. Pendelbeschwörung. Die Revolution muss einen herhalten. Obwohl ich eigentlich das ältere Konzept habe. Der schreit aber. Ja, das kann er. Solange das alles ist, was er kann. So, du bist dran. Okay. Wer geht denn in die Scale? Ich denke mal, du kannst in die Scale. Dann dann machen wir Duellantenallianz. Der perfekte Searcher. Dann machen wir Pendelruf. Ah, das ist wahrscheinlich die schlechtere von denen. Gut, dich nehmen wir auf jeden Fall und dann brauchen wir quasi noch eine Achterscale. Kann ich dich platzieren? Nee, darf ich nicht, weil ich keine. Nee, doch, Monster. Also würde gehen. Ja. Was soll ich. Nehmen wir den. Aber kannst du den überhaupt noch in die Pendelzone legen? Das Ja, darf. ich darf keine Monster kontrollieren und das tue ich noch nicht. Ach so, Ist ja ich kein dachte, du Monster darfst in der gerade. Scale. Nee, ich hatte den falschen Erinnerung. Ich dachte, der. Den darf man dann nur setzen, wenn man gar keine Karten kontrolliert, aber. Na gut, ein Monster zu kontrollieren ist eigentlich auch schon ein ziemlich heftiger Drawback. Ja, geht halt nur so. So am Anfang halt. Bevor du beschworen hast. Ja, damit du sinken kannst, wa? Ja, jetzt wird gesummt, so schaut's aus. Also, für nächsten Zug. Es war jetzt eigentlich eine fast perfekte Starthand für dich, kann das sein? Gut. Ist die, ja, greifen wir mit dem Stärksten an, was er aber kann. Nicht, dass du 2000 Def hast. Das nicht. Okay, ja, das überhaupt nicht. Ah, stimmt. Dann hat es sowieso Sinn gemacht, mit jemandem zu greifen. Aber ich habe eine meiner beiden einzigsten Fallenkarten.
Owens. Oh, okay, das ist nicht so nett. Da geht er wieder weg. Aber 400 Schaden! Oh nein! Uff! Okay, ja. Ich bin vielleicht am Boden, aber nicht zerstört. Gut, machen wir End Phase. Ich das mache. Ja, du bist dran. Ja, werden Drache. Mehr Drachen. Ja. Ich hatte noch einen Blitzsturm, aber der hätte ja nichts gebracht. Der hätte es einfach pendeln können und deine Pendelkarten waren geschützt durch Pendelruf. Ja, genau. Alles klar. Also mit so einem Start, da kann es ja nur besser werden, ne? Ja, so schaut's aus. Das hätte ich mir gar nicht angeguckt, was die Abscheulichkeit macht, wenn man sie anklickt. Also, ja, gut, ja. Wir fangen erstmal wieder damit an. Sag mal. Hast du irgendwie so einen Mod drin, dass du die immer auf der Hand hast? Oder irgendwie, ja was gut. Gibt's? Ach, egal. Hätte mich sogar lieber behalten. Warte mal, ich brauche... Habe ich dann noch eine Highscale? Nehmen wir uns lieber die. Dann lege ich die da ab. Dann nehme ich dich. Und dich als Lowscale. Lowscale. Also, dann kommt noch der 2-Esel. Hättest du nicht pendeln müssen, oder? Ah ne, wenn du... Ist egal, nur wenn du 2 pendeln. Was macht jetzt am meisten Sinn? Der ist schon ungeheuer, also eigentlich brauche ich keinen. Eigentlich brauche ich nur noch irgendein random Monster. Ich könnte den nehmen, da kann ich auf den mal kommen.
Ja, warum nicht? Ich kann ihn eh nie beschwören. Machen wir das jetzt einfach mal. Oh. Warte mal, der ist. Scheiße, das ist er. Hätte ich eine Einsatzgelbe gebraucht. Ja, der ist nur zwei, ne? Egal, spiel ich im nächsten Zug. Wirken normal. Wird es denn dazu kommen, ist die Frage. Stimmt, dann weiß ich nicht. Ja, komm, machen wir den Esel kaputt. Das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Holen wir uns. Oh, so. Ich hole mir jetzt den, auch wenn ich den jetzt noch nicht benutzen kann. Okay, du hast eine perfekte Startart mal wieder gehabt. Du bist dran. Okay, dann ziehen wir mal. Dann machen wir wieder Pendelruf. Ach, stimmt. Dann werfen wir die wieder. Dich. Dich. Komm, der sonst nie rauskommt. Hohe Nirvana Palladium. Palladium. Theoretisch hättest du auch ein Pendelmonster als Tuner benutzen können, das als Pendelbeschwörung beschworen wurde. Aber du brauchst so oder so ein Synchromonster. Ah, hätte sogar einen Effekt gehabt, wenn das noch pendelt. Ah, okay, das kommt selten, dass man das nutzen kann. Ich beschwöre, altes Wesen Hastor. Was hast du denn gegen Thor? Das ist schon witzig, ja. Okay, dann warte mal, das ist er nicht. Krieg ich den gar nicht raus. Nein, gut, dann halt nicht. Ah doch, krieg ich schon raus. Du bist ja auch ein Pendelmonster.
Das würde mich jetzt, glaube ich, killen, deswegen. Negated. Negated. Uff. Aber ich müsste überleben, ja. Gerade so. Ja. Möchte ich jetzt noch. Na komm. Ist ja nur Advantage. Wir sind hier bei den Pendelmonstern, da ist das alles nur Advantage. Das glaube ich dir. Uff, 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 was kann ich jetzt noch machen? Nichts. Ich kann nichts machen. Ja, man spürt schon, wie schnell dieses Deck ist. Jetzt habe ich ja mehr Monster als ich. Ja komm, mach mir die auch noch weg. Oh, so ein Ding da. Ah, du kannst wieder kommen. Kann ich aber sogar noch fusionieren und alles. Aber brauche ich eigentlich nicht, oder? Nee, brauchst du nicht. Ich könnte einfach. Macht er nicht sogar. Also, das hat nichts damit zu tun. Sogar zwei Versionen machen. Ich hatte vier Tuner auf der Hand. Alle Blumensynchronisierer und Nekrosynchronisierer. Das ist. Ja, das will man doch sehen. Viele Empfänger. Nein, eigentlich will man das nicht sehen. Aber ah, ist das. Okay, jetzt kann es aber nur noch besser werden, ja? Also. Schwöre mal Dristan und Rusti mit der edlen Waffe des Schicksals aus. Was seinen Effekt triggert. Zerstöre sie wieder. Aktiviere ihren Effekt. Rüste sie wieder aus. Ich bin gerade verdeckt. Und du bist dran. Okay, bereiten wir schon mal die Scale vor. Mach du nur. Warte mal, ich kann aktuell nicht mal. Okay, das ist. Okay, das ist ja mega weird. Okay, wir aktivieren die hier.
Ja. Ach, die gibt's auch noch. Jetzt habe ich 400 LP erhalten. Das, ich glaube, den hat noch nie wer so beschworen. Okay, der kann jetzt angreifen. Uff. Ja, du das kann er. Aber die Waffe des Schicksals verhindert einmal die Zerstörung. Ja, dann greife ich beim nächsten Zug nochmal. Alter. Ich konnte einfach nicht Battle beschwören, weil die beide zu low waren. Okay, was mache ich jetzt? Was kann ich jetzt überhaupt machen? Das bringt ja nichts. Das bringt auch nichts. Das bringt alles einfach nichts. Ja, brauche ich für die Kala. Ich beende meinen Zug. Ich kann nichts machen. Ich weiß gerade, oh, ich darf noch auf eine Karte starten. Dann, warte, wer? Du bist Stufe 7. Warte, mit dir darf ich mir auch einen Magier suchen, oder? Oder? Ne, sind nur buntäugig. Waren die auch mit deinem Effekt aufgeschrieben? Ja, okay, das wäre dann auch möglich. Okay, wer wird sich schon anbieten? Bedenke aber den nochmal den Drawback von zeitdeutendem Magier, ne? Das ist auf 4 reduziert. Ja, aber Magier oder buntäugig und ich suche mir gerade nur buntäugig Karten. Achso, ja gut, dann hast du das Problem nicht. So, nehmen wir den hin, der gibt mir dann nochmal einen Search. Und das reicht fürs Schwören. Pendeln. Dann kommt sie wieder raus. Daher. Ich bin mir nicht sicher. So genau schaue ich da eigentlich nicht aufs Bild. Ja, der hat 2-4. So, es sind zwei Monster, das heißt also, da müssen wir jetzt eigentlich drüber kämen. Jo. 100 Burn. Krass. An denen scheitert es jetzt, pass auf. Ne, die kann ich eigentlich so zerstören, das macht. Wer ist denn ein guter Scaler von euch? Ja, du. Ja, wenn nicht er, wer sonst, ne? Ich beschwöre edler Schildträger. Und ich aktiviere seinen Effekt nicht, obwohl der theoretisch ganz nützlich sein könnte. Nee, weil ich brauche ihn hier. Und ich bin in meinem Zug. Okay,
Sehen wir mal. Okay, fangen wir. Alter, so viele Buttons. Achso, der hat ja auch noch einen Effekt in der Hand, den man eh nie verwendet. Weil das ist eh der bessere Effekt. Mal schauen, wie du darüber kommst. Dev. Kavero kann von Karteneffekten zerstört werden. Ah! I see. Ich brauche eine Highscale. Oder ne, warte, du bist eine Highscale. Du bist doch gerade eine Highscale, aber du bist sonst eine Highscale. Ja komm, nehmen wir den, der glaube ich eigentlich mit dem eh zusammengehört. Jetzt kann ich keine Zauberkarteneffekte einsetzen. Dann beschwören wir noch einen Esel. Ich meine, du bist nice von dem her. Ah, ich krieg dich nicht in der einen Beschwörung raus. Also das heißt, ich könnte keine Synchro durchführen. Bisher sowieso. Also eigentlich brauche ich ja durchschlagenden Kampfschaden oder irgendwie sowas. Entweder das oder du mischst sie zurück ins Deck. Weil du kannst sie immer noch als Ziel wählen, ne? Oder irgendwas mit Effektannullierung. Ja. Habe ich aber glaube ich nicht ganz so viel Zeug. Lass mal wieder weiter searchen. Du gibst den allen. Genau, ihr seid einfach nur beide Boosts. Das sind alle Boosts. Ich glaube, keiner von denen hat das so. Durchschlagend, oder? Naja, das ist bei Zerstörung. Das ist auch wieder nur ATK-Push. Das ist das. Kann der hier irgendwas, was hilft? Ich würde mal eben schnell auf Toilette gehen. Okay. Lass dir ruhig Zeit. Lebenspunkte Halbierung. Ha, wie komme ich an sowas vorbei? Ich wüsste gleich eine Sache. Aber damit kann ich mir. Genau, damit kann ich nur Buntäugigkeiten suchen. Das wäre wahrscheinlich kein Buntäugig, den ich da explizit bräuchte. Das wäre. Mal gucken, vielleicht sehe ich den hier. Hier auf verwandte Karten gehe. Das ist einer von euch beiden. Ja, genau, das ist ja bei der einfach nur Magier. Und hier in der Auswahl habe ich nicht. Ich könnte mit ihm hier suchen, ob mir dazu dann die Scale springen. Oder also ein bisschen. Ja, ja, ich denke, das ist der Weg. Das ist halt bei der Pendelbeschwörung dann. Naja, keine Ahnung, wo wird's denn auch noch? Ah, der ist nur einmal drin, oder? Dann kann ich jetzt nicht mehrfach haben.
Ach stimmt, den habe ich auch gar nicht konstruiert. Ich brauche eh einen auf der Hand, um ihn abzuwerfen. Also von dem her. Oh. Ja, okay, das mache ich jetzt auf jeden Fall noch nicht. Okay, das ist jetzt die Extra-Deck-Beschwörung. Ich glaube, dann nehmen wir ihn. Da bin ich wieder. Joa. Ups. Hast du einen Weg gefunden? Ich glaube, ich muss mal kurz. Warte, der da wäre es, oder? Sauber. Warte mal, funktioniert das überhaupt? Ja, warte mal, das wird ja gar nicht funktionieren. Ich bin dumm. Das ist ja auch Zerstörung. Okay, egal. Machen wir den Esel weg. Und machen wir Low Scale weg. Hast du jetzt gedacht, du könntest Yui Yui zerstören, oder? Ah ne, die du kontrollierst, ja. Ich hab glaube ich keinen Effekt, der like wegmischt oder verbannt oder irgend sowas. Hast du etwas, was Effekte negiert? Ich glaube auch nicht so. Unter Umständen, also ich weiß, dass Scales teilweise was haben, dass halt nichts aktiviert werden kann in der Battlephase, aber was sonst? Hm. Tja, ne? Wenn oh du mein gegen Gott. Okay, ich hab was gefunden. Ich habe anscheinend vorhin nicht gescheit gelesen. Ja, okay, keine Ahnung, nehmen wir den mal mit. Dieser Minotaurus hat diesen durchschlagenden Effekt. Zählt aber, glaube ich, jetzt nicht für alle, oder? Künstlerkumpel und buntäugig. Also mein Drache und der Zauberer, ja, das würde erstmal reichen. Wir ziehen jetzt mal noch unsere letzten Karten. Ja, du hast es gewonnen, weil der Drache macht doch doppelten Kampfschaden, oder? Das könnte jetzt sein, dass das ganz schön wehtut. Ja, aktivieren wir auch noch den, weil der ist auch, der dürfte auch angreifen. Ach nee. Ja, es funktioniert mit den Umständen wahrscheinlich nicht. Ah ne, doch, es war verdoppelt. Ich habe ja 1600 bekommen und 800 wären durchgegangen. Achso, also, ja. Okay, das war dann schon. Mr. Pendeldrache, der kannst. Ja, komm, du kannst trotzdem draufhauen, aber ich glaube nicht, dass du durchschlägst. Jupp. Nee. Okay. Mhm. Ah ja, ich könnte den jetzt sogar noch. Achso, war man damit auch von Hand. Mit dem könnte ich jetzt noch fusionieren. Dann hätte ich auch noch den da. Bringt mir das jetzt gerade so viel? Nicht so, würde ich sagen. Da ist ja nicht Künstlerkumpel oder buntäugig. Da ist ja dann runenäugig. Ungeheuerig. Wenn die einfach nicht ihr buntäugig verlieren würden, Mensch. Uff, ist das Kacke. So, ich muss es überlegen. Macht das jetzt mehr Sinn, Yui Yui in den Angriffsmodus zu legen, weil du machst jetzt eh durchschlagenden Schaden. Ich krieg den Taurus da nicht weg. Und du musst ja, wenn, dann einfach noch mehr Monster beschwören. Und Mittler, wenn sich so sehr, der macht doppelten Schaden, es geht 200 gehen durch, der geht 600 durch. 800. Ja. Also, ich kassiere wesentlich weniger. Wenn ich mit Yui Yui in den Angriff gehe.
würde ich jetzt noch was anderes in Verteidigungsmodus beschwören, könntest du mir potenziell noch richtig viel Damage machen. Vor allem, wenn ich was sehr niedrig mit niedriger Def beschwöre, dann haut der Pendeldrache ganz schön rein. Ja. Ich glaube, ich habe keine andere Möglichkeit. Der pendelige Pendeldrache. Ah, das bringt gerade eh nichts. Tja, ja. Wenn du gegen Ritter, die eine Revolution anfechten, bekämpfen willst, musst du immer mit einem Ziehwesen aus einer virtuellen Welt rechnen. Hä? Ach. Ich verstehe, was du vorhast. Okay, machen wir den da oben noch kaputt, weil der kommt ja eh wieder raus. So funktionieren ja die Pendelbeschwörungen. Dann gönnen wir uns noch. Ja, guck mal, der hat da ganz schön viel HTK. Kannst du ihn denn beschwören? Ich denke eigentlich schon. So, der da. Du da. Dann noch dich. Irgendwie hilft der nicht so sehr, wie ich gedacht habe, ist der Kollege. Der gibt allen 300, die Künstlerkuppel sind. Also nur den beiden. Also Pendelmaster. Wie das Künstlerkuppel. Okay, interessant. Okay, warte, das könnte eigentlich sogar sehr, sehr gut funktionieren. Ich greife jetzt mit dir an. Aktiviere dann diesen Effekt. Dann greife ich mit dir an. Oh, warte mal, das geht immer und immer wieder. Ja. Okay, das. Haut dann natürlich noch besser rein. Ah. Vor allem mit dem Burn hinterher. Dass ich keine Chance habe. Dass ich so gebrickt habe, dass. Das sagt was aus. Alles klar. Ja, gut, ich würde dann sagen, wir werden nicht vergessen und weiter geht's im nächsten Part. Tschö.